was suppressed. Oder ich schieße einfach gleich von hier hinten aus. Wäre mir ehrlich gesagt lieber. Dann hat der Scout höhere Überlebenschancen. Weil da ist fast sichergestellt, dass er flankiert wird. Ja gut, komm. Okay. Damit ist jetzt die Einheit links nicht mehr suppressed. Das wärst du, der Sanitäter. Du kannst von hier aus aber so wie gar nichts machen. Du könntest eine Rauchgranate hier hinschmeißen. Prozent ist echt sau wenig. Oh, das ist verlockend. Ja. Ja, das macht Wayne mal. Wayne läuft jetzt in den Overwatch. Jo. Aber es ist eine weite Distanz und er sprintet. Also, ja. Es war unwahrscheinlich, dass er trifft. Moment mal. Du bist kein normaler Floater, oder? Zeig mal ganz kurz. Fragezeichen. Doch, du bist ein normaler Floater. Es gibt nämlich noch von den meisten Einheiten eine aufgestufte Variante. Und von dem Floater gibt es einen Heavy Floater. Der sieht weniger organisch aus, weil seine Arme waren gerade so komplett Metall und nicht so eine Mischung aus Bio, mechanisch. Aber nee, ist okay. Du mach mal Rapid Fire. 2x77% ist mir lieber als 1x88. Oder so. Ist auch okay. Der wäre also auch weg. Dann könnt ihr jetzt aufrücken. So. Du. Da hinter dem Baum. Das war jetzt erst eine einzige Truppe, ne? Von Feinden. Wollte ich nur mal anmerken. So, du bist nicht mehr suppressed, dann mach die mal bitte weg. Ohne die Markierung, weil der hat nicht genug AP. Ich habe jetzt bei den Floatern allerdings nicht mitgezählt. 1, 2, 3, 4. Okay. Sollte die ganze Truppe gewesen sein. Wir haben also nichts mehr in unserem Rücken. Das heißt, ich orientiere mich jetzt wieder in Richtung da, weil da müsste das UFO sein. Lauschen. Floater. Und große Stampfen. Okay, dann Sniper, geh mal dahin. Und mach Steady. Und der Rest richtet sich jetzt bitte in die Richtung aus, also Richtung Norden. Mein Norden. Nachladen, du dahin. Du kannst dahin sprinten. Bleibst da stehen. Du kommst mit Richtung Sniper, falls hier irgendwas run and gun werden muss. Das ist zu weit vorne. Da eventuell auch schon. Nee, du bleibst. Mist. Da. Okay. Du gehst nur minimal nach vorne. In eine Richtung. Was machst du? Warum sind die alle da, die Einheiten, und nicht bei dem UFO? Okay, muss mich also jetzt wieder umorientieren, weil ich will auf jeden Fall erstmal alles töten, was außerhalb vom UFO ist, bevor ich Richtung UFO gehe. Ist das UFO vielleicht doch hier und nicht da drüben? Hm. Du husch mal von Baum zu Baum. Siehst nichts, okay? Du rück auf. Du bleibst da, wo du bist. Du nimmst den nächsten Baum. Du nimmst auch den Baum. Die ganzen hinten, das wären die drei. Die sprinten mal ein bisschen.
Ich höre da rechts irgendwo einen Mail-Container. Aber der ist jetzt nicht wichtig. Bei einer UFO-Mission ist es wichtiger, dass man überlebt und keinen verliert, als jetzt auf Krampf irgendwelche Mail-Container zu suchen. Das kann man bei den Abduction-Missionen machen, bei den einfachen. Theoretisch. Warte. Einer war noch ganz hinten. Genau, du. Müsste man da die Volldeckung. Okay, Overwatch. Lauschen. Finden. Hier irgendwo waren die. Und immer noch kein Kartenrand zu sehen. Okay, das ist eine sehr große Karte. Du aufrücken. Immer schön bei den Bäumen bleiben. Du. Mach mal den Motion Tracker an und geh mal dahin in den Baum. Da wäre ein Mail-Container und kein Feindkontakt hier in der Nähe. Aber hier sind diese Schabspuren, also es scheint wirklich hier das Ufer zu sein. Aber überall anders treiben sich die Gegner rum. Ich glaube, ich lasse dich auch erstmal da. Ihr beiden könnt hier hingehen. Ich habe das Gefühl, dass diese Mission über 3 oder 4 Folgen geht. Wenn wir das alles machen, also wenn es in dem Tempo weitergeht. Was denn hoffentlich bedeutet, dass wir ganz viel Leichen, ganz viele Leute bekommen. Du, watch. Komm schon, lauf in Opportunist. Oh. Okay. Richtung UFO kommt auch noch was. Und hier müsste auch noch irgendwo ein Schippe sein. Stampf. Du kommst leider nicht bis da hinten hin. Dann geh doch mal dahin. Und geh da nicht in Overwatch, sondern mach Hunker Down, wenn du da ankommst. Du schnappst dir den Baum. Verteilen wir das Ganze einfach hier ein bisschen mehr. Du. Da vorne. Und dann warte ich, glaube ich, mit dem Rest. Weil die haben richtig schöne Positionen da. Überlappende Schussfelder, volle Deckung. Ja, du jetzt nicht unbedingt. Aber die schicke ich mal dahin. Viel zu weit hinten, um Granaten zu schmeißen, aber hey, was soll's. Schauen, Aliens. Ich will euer UFO stürmen. Dann müsst ihr doch stinkig werden. Ich habe auch schon einen ganzen Trupp von euch ausgeschaltet. Der meldet sich nicht mehr auf dem Radio oder was auch immer ihr benutzt. Dann müsst ihr doch neugierig werden und noch mehr Leute rausschicken. Aber nee, so dumm sind nur Menschen, ne? Nachts gucken, was los ist. Du. Dahin. Euch von den schönen Bäumen weg zu den anderen Bäumen. Genau, Studio hatte keinen tollen Baum gehabt. Hier, toller Baum. Der Rest bleibt da, wo ist. Oh, okay. Ihr seid von hier nach da hochgewandert, wahrscheinlich. Sonst nix, okay. Du. Ich bin mir bewusst, dass ich sehr, sehr vorsichtig vorgehe. Aber da ich dieses große Stampfen gehört habe, muss ich das, glaube ich, auch. So, jetzt kommen wir aus der guten Deckung gleich raus und müssen hier irgendwo uns hinboppen. Genau,
du sprint mal dahin. Du gehst gleich in Overwatch mit anderen auch. Der Sniper bleibt da hinten. Du hast da einen schönen neuen Baum gefunden. Sie hält da die Deckung. Und 4-4. Komme ich überhaupt irgendwo hoch? Ja, komme ich da. Da sieht nicht gut aus wegen Flankieren. Geh mal dahin. Das ist echt nicht okay. Gut. Ich habe ein ungutes Gefühl, da hochzulaufen. Da laufe ich bestimmt gleich in Overwatch von Feind rein. Und habe selber keine guten Deckungen, weil die Bäume alle zu nah an der Klippe stehen. Das heißt, eigentlich müsste ich irgendwo hier hoch und dann versuchen, das da auszuhebeln. Problem ist nur, dass hier ja auch noch ein Trupp ist. Nicht in die Richtung gehen. Da ist UFO. Hier geht es auch nirgendwo hoch. Ah, das ist eine doofe Ecke hier. Ich könnte mit ihr jetzt da hinten einen Trupp aufscheuchen. Und danach wieder zurücklaufen. Oder ich sehe einfach gar nichts hier. Ach, okay. Habe ich wenigstens jetzt die Zuversicht, dass aus der Richtung nichts sehr nah dran ist. Das heißt, die können etwas beruhigter aufrücken. Du nimmst mal den Baum. Du bleibst auf jeden Fall da stehen. Du gehst nicht noch weiter vor alleine. Ist eh schon so gefährlich genug, wegen Seekern und, ne? Alleine im dunklen Wald erdrosselt zu werden. Ja, der Sniper könnte noch helfen. Das da ist eine schöne Stelle. Geh mal dahin. Lad deinen einen Schuss nach und nächste Runde hangelst du dich da hoch. Also zum einen zu scouten, was da oben ist, zum anderen auch, um eine schöne Schussposition zu haben für etwaige Einheiten, die sich hier in der Nähe rumtreiben. Au, das ist nicht unbedingt ein guter Winkel. Das ist ein Sinman-Trupp hier draußen, oder? Würde zu denen passen, so viel rumzuwuseln. Du solltest aufscheuchen. Grapple. Da. Ne, grappeln. Dahin. Nix aufgescheucht. Fast schon schade. Okay, neue Schussposition für dich. Du. Null Deckung. Geil. Hoch. Und nächste Runde irgendwo Deckung finden. Also ich darf jetzt bloß nichts aufdecken. Das heißt, erstmal alle hoch. Und wenn ich nichts aufdecke, gehen die alle in Overwatch. Nur für den Fall, dass irgendwas hochkommt. Und wenn ich jetzt doch auszusehen was aufdecke, dann können die alle noch in Deckung huschen nach hier unten. Aber schaut nicht so aus. Okay, das heißt, die vier gehen gleich in Overwatch. Du nimmst den Baum. So, Overwatch. Du bleibst da. Ihr bleibt auch alle da. Komplett ohne Deckung, aber ne? Sollte niemand auf uns schießen dürfen, wenn sie erst in ihrer Runde uns entdecken. Zeigt euch endlich, ihr doofe Truppe, die hier rumwuselt. Nö. Okay, du vor dahin. Hast zumindest schon mal ein bisschen Deckung. Du. Wo zum Geier sind die hin? Du dahin.